Im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund ist die Welt in Ordnung. Max Fels lebt hier seit über 40 Jahren mit seiner Frau Gerda. Der 83-Jährige ist leidenschaftlicher Gärtner und ist stolz auf seinen Garten. Für ihn könnte es kein besseres Zuhause geben, wären da doch bloß nicht die ganzen Schlaglöcher in der Straße. Das Problem ist schon seit in den 80er Jahren, diese Schlaglöcher. Es wurde auch immer wieder mal ausgeflickt, aber es wurde nie sozusagen richtig eine feste Straßendecke aufgelegt. Also die Schlaglöcher begleiten uns seit dieser Zeit. Seit mehreren Jahren ist der Starenweg nicht mehr saniert worden. Täglich laufen hier Schüler entlang, die mit ihren Rollern stolpern könnten. Auch für die älteren Menschen können die Schlaglöcher zur echten Gefahr werden. Immer wieder verfangen sich die Räder der Rollatoren. Auch die Frau von Herr Fels ist schon gestürzt. Und durch den Garten hier rausgegangen und wollte hier die auf dem Starenweg Richtung Obere Röth gehen und ist dabei in dem Loch hängen geblieben mit ihren Schuhen und ist hingefallen. Aber Gott sei Dank war nichts gebrochen. Max Fels und sein Nachbar wollen diese Gefahr für ihre Liebsten nicht mehr länger hinnehmen und melden die Schlaglöcher bei der Stadt. Doch nichts passiert. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, kommt dem Gärtner die Idee. Ich habe mir schon oft gedacht, man muss irgendetwas bringen, was anspricht, was die Leute anspricht, was die Nachbarn mitzieht. Und dachte ich, da wäre doch, Pflanzen wären doch das was Blühendes, das wäre doch die Sache dann. Tag für Tag räumen Herr Fels und sein Nachbar die Blumen auf die Straße. In der Hoffnung, dass die Stadt endlich auf ihr Problem aufmerksam wird. Auf unsere Anfrage bekommen wir folgendes Statement vom zuständigen Tiefbauamt. Die Idee, Schlaglöcher mit Blümchen zu bepflanzen und damit auf sympathische Art auf offensichtliche Defizite hinzuweisen und eine positive Form der medialen Aufmerksamkeit zu erzielen, ist nicht neu. Ob die Aktion dazu führt, dass die Mittel für Straßenerneuerung im städtischen Haushalt erhöht werden, bleibt eine spannende Frage. Klingt nach Ernüchterung. Doch gerade als Herr Fels die Blumen wieder zurückräumen möchte, passiert plötzlich das. Das Tiefbauamt drückt an. Räumen Sie es bitte weg. Wir fahren jetzt durch und fliegen die Straße. Machen die Löcher zu, nämlich. Okay. Aber wenn der Dreck drin ist, können wir es leider nicht machen. Ich habe vorhin einen Anruf gekriegt, habe einen Auftrag gekriegt, dass wir dann in den Starre weg sollen. Davon sind auch Schlaglöcher. Und von da vorne her, fangen wir an, mache jedes einzelne Schlagloch sauber und spritzen es an mit Haftkleber und dann wird Asphalt eingebaut. Herr Fels kann sein Glück kaum fassen. Das ist doch toll, dass Sie jetzt gerade da sind, wo was passiert. Also der Auslöser war meine Pflanzung der Stiefmütterchen. Ne? Und jetzt sind die tatsächlich gekommen, haben wir nicht gewusst. Jetzt muss alles schnell gehen. Die Blumen werden wieder zurückgeräumt und dann kommt auch schon der Asphalt. Und das alles vor den Augen der glücklichen Nachbarn. Überraschende Wendung, hat unheimlich gewirkt jetzt. Hast du was schon mal erlebt? Nee, noch nicht. Hat alles gepasst. Eines steht seit heute also fest. Blumen können weit mehr als schön aussehen.